Servus, du Weißwürstel da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen 31. Folge von Pokémon Pearl Randomized Version. Schön, dass du wieder dabei sein möchtest bei dieser Aufnahme. Wir haben einiges zu tun heute. Einmal Arena-Kampf in Schleide. Dort sind wir stehen geblieben. Schlitzitiefer hat recht. Es ist hier eine tolle Stadt. Es gibt ein Kaufhaus, eine Spielhalle. Und von Team Galactic gibt es das Hauptquartier. Wir müssen noch Pachirisu abholen. Pachirisu, Kleines, komm mal her. Kommst wieder mit? Pachirisu! Was, du willst nicht? Du willst noch mit Hasbiro reden? Nee, komm. Ich war gerade im Kaufhaus. Da habe ich dir eine Apfelsine mitgebracht. Pachirisu! Hüpft auf meine Schulter. Und hier hast du mal was Kleines. Jawohl, sehr schön. Pachirisu ist wieder dabei. Sehr schön. Dann gehen wir mal zu Hilda. Wenn jemand sich fragt, was ich da mit Pachirisu habe, es ist einfach, ein siebtes Pokémon, welches ich mitführe im Geiste und auf meine Schulter sitzt und mit mir dieses Abenteuer bestreitet. So ist das. Ich gehe ganz gemütlich und lässig zu Pokémon Arena. Letztes Mal haben wir uns da hier schon die Wege frei gekämpft. Ich habe mir das Ganze schon mal angeguckt, wie das hier läuft. Wir müssen hier die Gänge freischieben. In Pokémon Platin sieht das anders aus. Ich muss nochmal überlegen, wie das war. Ich glaube, so war das richtig. Wir müssen das hier vielleicht noch wegschieben. Ich kann mich noch erinnern, dass es diese Seite zuerst war und wichtig ist. Dann können wir nämlich auch mal nach hinten gehen. Das können wir nicht wegschieben. Das können wir auch nicht wegschieben. Aber vielleicht von der anderen Seite her. Wenn wir mal durch die Mitte gehen. Das ist so ein kleines Mini-Rätsel, ja? So ein Spielchen. Aha. Gut. Ah ja, so war das. Korrekto. Dann haben wir diese Seite schon mal fertig. Nein! Was tust du, Chronicant? Ich wollte dich ärgern. Tja. Der Protagonist, der will mich auch mal Legidimio machen. Okay, dann haben wir mal diese Seite schon mal fertig. Wir können hier sogar zurück. Gut. Das können wir hier lassen. Oder? Aha, so war das. Nochmal hier wegschieben, das geht. Das wäre ja eigentlich in Ordnung. Dann muss ich zurück. Das ist ein bisschen mitdenken. Ich dürfte gerne auch mitdenken, wenn ihr möchtet. Ich muss den von der anderen Seite wegschieben. Das heißt, ich muss jetzt den mittleren mal ganz kurz so verschieben. Nach rechts und den auch wegschieben. Somit kann ich hier durch und ich kann hier auch noch durch. So wie es mir scheint und hier gerade stellen. Gerade mal kommentarisch jetzt gerade nicht die Bombe, weil man immer hier und da sagt und einmal so. Aber ihr seht ja, was ich hier da tue. Und schon sind wir bei Hilda. Na fein. Ich habe mir das vorgestern mal kurz angeschaut. Also kein Stress. Okay. Jetzt beginnt wieder die Arena-Leiter Nuzlocke oder Nuzlocke, wie man es auch aussprechen mag. Mein Team ist gerade so aufgestellt, habe ich euch gar nicht jetzt gezeigt. Wir sind Level 31, gerade momentan nicht overpowered. Hilda, das stärkste Pokémon, hat Level 30, soviel ich noch weiß. Vegeta hat eine neue Attacke kennengelernt. Das wäre Zauberblatt. Denn Vegeta ist sowohl auch gut im Angriff als auch im speziellen Angriff. Zauberblatt ist speziell. Aber man trifft immer.
Also es gibt kein Ausweichen. Darum ist die Attacke gut. Und man kann zum Beispiel mit Wachstum den speziellen Angriff wie Windstoß und Zauberblatt erhöhen. Deswegen habe ich das so gelernt lassen. Dann hat sich Guldo endlich entwickelt zu Pupitar. Es hat sogar eine neue Fähigkeit, oder? Pokémon heilt eventuell seine Statusprobleme. Cool! Expidermis. Das klingt irgendwie unanständig, müsste ich jetzt sagen. Aber nur eventuell sein Statusproblem. Oh, cool. Ja. Und sonst hat sich nicht viel verändert, würde ich mal meinen. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Hilda unsere Pokémon tötet oder nicht. Es geht wieder alles oder nichts. Hallo, schön dich kennenzulernen. Bevor ich deine Pokémon umbringe, stelle ich mich vor. Ich bin Arenenleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und Arenenleiterin bin ich auch nur zu zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Beginnt der Kampf. Ja, auf den habe ich mich schon gefreut. Drei Pokémon hat sie im Angebot. Tropius. Ja, super. Da ich Tropius sehr gut kenne, weiß ich, es hat eine Vierfachschwäche gegen Eis. Es ist sowohl... Ja, es hat eine ganz gute Verteidigung. Entweder ich nehme es jetzt mal speziell in die Mangel oder... Im Angriff-Style. Ich glaube, ich setze mal Eiszahn ein. Freezer setzt Eiszahn ein. Somit habe ich die Chance fällig, dass Tropius noch einfriert. Schaut doch sehr gut aus. Oh, no discussions. Hilda, du wirst nicht meine Pokémon umbringen. Doch werde ich. Du wirst jammern und winseln. Muntia. Okay, da kann Freezer immer noch drin bleiben. Muntier ist Normal-Pokémon und ich habe eine Kampfattacke dabei. Wie witzig. Es ist eine Kampfarena und ich zermürbe dich mit meinem Kampf-Style. Muntier, setz Ausdauer ein, damit du immer noch ein KP übrig hast. Verdammt, du bist schlau, Hilda. Du bist sehr schlau. Das ist sehr effektiv, ne? Das hat aber wirklich mächtig reingehauen. Die Verteidigung sinkt noch. Sehr gut. Ich setze mal Schlammbombe noch ein. Aufruhr! Hast du sehr gut gemacht, mein kleines süßes Muntier. Aufruhr wird ja auch immer stärker. So wie mir scheint. Geht's euch gut? Es ist früh am Morgen. Normalerweise würde ich Yu-Gi-Oh! Aufnehmen. Aber Yu-Gi-Oh! Ist ja beendet, ist fertig. Und jetzt seit um 10.16 Uhr nehme ich Pokémon auf. Zum ersten Mal nicht immer nur abends, sondern auch jetzt vormittags. Und auch nochmal zweimal in der Woche. Das heißt, es kommen auch zwei Folgen von Pokémon ab jetzt. Yu-Gi-Oh! Müsst ihr euch auch nochmal angucken, ist richtig cool. Das Ende ist mega episch, kommt am Sonntag raus. Das müsst ihr euch geben. Freeze hat eine gute Defense, deswegen ist das egal für ihn. Und... bedeutend, ja. So ein kleiner Kratzer in der dicken Fettschicht. Freezer macht einen Run hier. Sehr gut. Reptile. Okay. Wir wechseln zu Cheese. Cheese, komm. Freezer zurück. Und mein Cheese. Dieser Arena-Kampf war zu einfach. Viel zu einfach, würde ich sagen. Aber wir werden es machen. Und der Wunsch von Inori wurde geäußert, was wir im Kaufhaus kaufen sollen. Es wurde sich gewünscht, ein gelbes Kissen für Pachyoisio und dann den Fernseher und dann die Mafaxo-Puppe. Das wird recht gemütlich, denn wir müssen noch uns eine Geheimbasis einrichten und dann machen wir es uns dann richtig gemütlich, oder? Oh, den Hypertrank. Oh, Reptane. Du wirst sterben.
Reptail hat sie. Also sie hat sehr kuriose Pokémon am Start gehabt. Mundtier, Reptail und dann Tropius. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber sie hatte überhaupt keine Chance. Ich bin gespannt auf den nächsten Arena. Leiter. Den wir vielleicht auch noch heute packen könnten. Könnten. Kann sein, dass wir da noch hinkommen werden heute. Schau gerade auf die Uhr. Ja, wir sind sehr gut. Hilda ist besiegt. Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist wirklich zu stark. Du hast meine Pokémon umgebracht. Ich muss jetzt meinen Job aufgeben. Du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist der Orden. Ronigan erhält den Bergorden von Hilda. Ich sollte dir den Orden erklären. Mit diesem offiziellen Bergorden kannst du die VM-Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Oh, und das hier ist auch noch für dich. Dem 60 erhalten. Das ist Ableithieb. Sie fügt Schaden zu und raubt dem Ziel KP. Nicht gleich, ne? Jo, wir haben es geschafft. Ziemlich einfach war das jetzt gerade. Das war letztes Mal gegen Silvana nicht so cool. Lucia! Hey, Chroniken! Wie geht's denn dir so? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe gerade Hilda sowas von bedient. Kannst du mir bitte helfen? Ich war vorhin beim Shoppen und hab ganz was Teures gesehen. Kannst du mir mal so eine Million Poké-Dollar leihen? Und nebenbei habe ich aus Versehen mein Pokédex fallen lassen und bei Team Galactic hat es mir weggeschnappt. Und nun wollen sie ihn nicht mehr wiedergeben. Bitte hilf mir. Ich warte vor dem Gelände des Team Galactics. Bitte komm. Lalalala. Oh. Erstmal gehe ich mein Pokémon eine Message geben. Das habe ich nämlich heute noch nicht gemacht. Wer ist denn heute wieder dran? Letztes Mal war Guldo dran mit der Entspannung. Heute kriegt Freezer die Entspannung, weil Freezer und Cheese haben es gemacht. Kicher, komm her, mein Kleines, es wundert mich, ne? Weil jetzt der Keifel ist ja etwas größerer, ja? Komm her, mein Kleines, ne? Es erdrückt dich, wenn es dich lieb hat, sag ich dir. Okay, wir sollen jetzt erstmal Lucia helfen. Okay, schön. Dann machen wir das. Das machen wir. Wir werden jetzt erst einmal unser Pokémon heilen. Ah, mir beißt die Nase heute. Übrigens, ich habe gestern ein Rotom gefangen. Das kam mal so nebenbei. Ist das ein Legi eigentlich? Das muss ich euch mal zeigen. Überaus sollte ich euch sowieso mal zeigen, was ich habe. Hier, ein Rotom. Habe ich gefangen. Ich kategorisiere es in Legi rein, aber muss nicht sein unbedingt. Die Wünsche zum Beispiel. Wir haben jetzt halt eben Inori. Ist immer dabei, ja, mein Kleines. Ist schon gut, ja. Und schließlich TV, Lufia. Dann zweimal Rose, aber eigentlich ist das Rose Fungus. Das ist nämlich einer seiner Lieblings-Pokémon. Also du bist hier dabei. Und du, einfach wegen dem Meme, einfach perfekt. Das ist super. Und hier haben wir Sichlor. Dann haben wir einmal Krillin, Raditz, Cooler, Son Gohan natürlich und Nappa. Hier wartet nochmal Bata auf uns. Eben das, was aus dem Ei geschlüpft ist. Mein Dodoria, Baby Vegeta und Vegeta nochmal, aber okay. Ja? Jo, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Und ich könnte euch den Orden auch mal zeigen, was ich euch alles zeigen kann. Ach, das war doch nicht hier, oder? Ja, Entschuldigung. Momente. Das war hier. Entschuldigung. Okay, die Hilde haben wir auch. So schaut der Orden aus. Ja, ich bin noch nicht ganz da. Hundertprozentig.
Nee. Ich hab bloß jemanden gerade auf der Folterbank liegen und werd gerade gestreckt, ja. Bis sich die Gelenke biegen. Ist das das Gelände? Wo? Welches Gelände? Mädchen, wo ist es denn? Wo ist die Lütze? Ist die Lütze hier drin? Habt ihr die Lütze irgendwo gesehen? Nee. So ein cooles Gebäude, muss ich schon sagen. Gut, nee, dann wird es das da vorne sein. Das Grundstück. Wir werden ja nicht gleich Team Galactic zerlegen, oder? Das wäre ja zu schön. Ach, da ist... So. Ach, Rübel Nummer 2. Du wirst den Pokédex wieder von uns zurückhaben, sicher, hm? Aber nicht doch. Nicht, wenn wir das Team Galactic eine viel bessere Verwendung dafür haben. Aber ihr habt Glück. Ich langweile mich hier beim Wache schieben. Lass uns kämpfen. Ja, ich wollte sie eigentlich ansprechen. Hey, Chronic. Kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex hier fallen lassen und dann... Ja, den Text kenne ich schon, oder? So kenne ich schon, ja. Klar. Also. Du und dein Pokémon zusammen mit mir und meinem Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Ich hab mich so. Genau, mein Kleines. Diese fiesen Schurken werden mir ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich mit meinem Namen. Ich habe mir Rübel 2 ausgesucht. Yes. Schnäppke. Und Bisaflor ist dabei, okay? Eine wunderbare, coole Kombination, Alter. Okay. Hilfe. Lucia, setz ihren Hordi ein. Nein, Schleimer. Okay. Sehr cool. Als Sturm würde beide treffen. Das ist aber nicht so ganz so interessant für Schnäppke. Ist ja auch Eis. Dann, glaube ich, werde ich erstmal Bisaflor klatschen. Schnäppke setzt Schutzschild ein. Wir schützen uns, nicht wahr, Kumpel? Bisaflor. Das bringt bloß in diesem Bisaflor leider nichts, aber... Schau doch blöd aus der Wäsche. Oh, oh. Oh, und Bisaflor schreckt auch noch zurück. Schleimer setzt Komplimenter ein. Fluchtwerk für Schleimer steigt. Dann setze ich derweil zu Trimmer gegen Snapcorn. Ich darf als erstes anfangen, ist ja cool. Hey, ich mach den Run so sehr, hey. Haha. Jetzt komm, Slimer, mach mal was Cooles. Komm, Slimer. Rasierblatt. Gegen mich wahrscheinlich, oder? Oder gegen uns beide wahrscheinlich. Das mag Friese überhaupt nicht gern. Sautyp Boden. Und Slimer, naja. Er denkt sich, oh, jetzt steckt so ein Blatt in meiner Haut drin. Geht. Was soll denn das, ne? Also wir werden den Run sowas machen. Schleim ist schreck zurück wie dumm. Ich denke mal, wir machen nochmal Schnäppke weg, weil dieser kleine Wicht, der stört mich ein bisschen. Obwohl, es schaut cool aus, finde ich. Die zweite Entwicklung ist auch interessant, muss ich schon sagen. Kann es bloß den Namen nicht aussprechen, aber es macht ja auch gar nichts. Rasierblatt! Wieder gegen mich? Ja. Nein, ja, das ist gegen uns beide natürlich. Jedes Mal. Sehr effektiv. Schleimer hat aber noch nicht so viel gemacht. Das war jetzt mal ein Volltreffer. Aussetzer. Ah, super, Schleimer. Du bist super. Du hättest... Der hat eh nur ein KP. Komm. Wir müssen hier mal so ein bisschen ran an den Speck. Oh, cool. Also, wir machen jetzt erstmal... Bisaflor weg. Bisaflor. Und dann warte ich mal, was passiert. Ich bin echt gespannt, was Schleimer da noch leisten kann heute. Ein Schluck auf, meine Leute. Das ist ein Bottle. Freezer kriegt Level 32, war ja auch sehr tapfer heute. Muss ich so sagen. Freezer versucht, Bodycheck zu lernen. Ja, vielleicht. Eigentlich nicht, aber ich würde Eiszahn beibehalten. Obwohl eigentlich Bodycheck auch nicht so sinnvoll ist. Ich bin mit den Attacken eigentlich sehr zufrieden. Weil, Ponita kann das schon. Also doch nicht, nein. Interessiert mich doch nicht. Komprimator. Oh, du bist der größte Held heute.
Loch, wer etwas Schleimes steigt. Schleimer. Und Scholoko macht Härtner. Wir wechseln mal aus. Hoffe ich zumindest, dass ich das soll und machen darf. Oh, der Kampf, den ich überziehe schon wieder. Ich werde Vegeta einsetzen. So, Freezer, komm zurück. Das passt ja wunderbar. Und jetzt Vegeta. 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 Komprimator immer noch. Das ist super, was du da machst. Slimer. Ich werde gelobt. Scholoko macht immer nur Push-Up. Ist auch nicht besser. Überwurf. Gegen wen? Au. Voll in die Fresse. Hey, schön das. War ich was? Ich habe, glaube ich, bei meinen Bananen irgendwas hat da gekitzelt. Ups. Ich wollte gar nicht. Ich wollte... Naja, dann hat er schon den richtigen ausgewählt. Ich war da so ein bisschen übereifrig. Das ist so effektiv wie noch einmal was. Neue Pokémon sterben und sterben. Komm jetzt. Ich will zu Ende machen. Ich muss die Folge beenden, damit es spannend bleibt. Damit wir nächstes Mal wissen, wie es weitergeht. Scholoko hat auch ganz schön Schaden gefressen gerade. Mein Stoß gegen Scholoko. Ist auch effektiv. Das arme Pokémon. Schaut aber auch cool aus. Es ist eigentlich nur aus Seide bestehen und dann schaut das Auge raus. Ist böse, ne? Boah, ist ein böses Pokémon. Become to the dark side. Yee. So, habe ich euch gut unterhalten in diesem Kampf, ja? Habe ich? Gut. Sehr schön. Wow, so viel Geld. Rübel Nummer 1. Ah, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neu besorgen. Wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galaktik werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, der ganzen Universums. Wird dort noch größenwahnsinnig. Lalala. All den Kram, den wir bei uns auf der Gelände halten, haben wir sowieso schon weggeschafft. Nach Weideburg. Und so benehmen wir uns auch wie das, was wir sind. Wie Rübel. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galaktik hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Vielen Dank, Chronic, ganz ehrlich. Rufus ist nicht so nett wie du. Wenn Professor AB jemals herausfinden sollte, dass ich mein Pokédex verloren hatte, ich mag gar nicht daran denken. Und Chronic, was hast du nun vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben viele Arten von Pokémon. Ich werde wohl da auch hingehen. Ciao. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich denke, ich werde da nochmal reingehen und dann gehen wir auch nach Weideburg. Bis zum nächsten Part. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bye. Roni ist wieder durcheinander.